Name ist Mikko Berger. Ich bin einer von den Glücklichen, der das 40. Mal dabei sein darf. Und ich sage immer, das hat nichts mehr können zu tun, sondern es ist viel Glück dabei, dass man immer, wenn der GP ist, gesungen ist und kann mitmachen. Wie es ist, unterwegs. Ich bin 40 Jahre in dieser Szene tätig, da kennt man auch viel. Und es ist immer interessant, wieder Leute zu sehen. Einen, den ich seit 2018 nie mehr gesehen habe, habe ich schon gesehen. Ja, ist sicher speziell, vor allem eben die, die es einem rausgeben. Die wissen schon mal, das ist einer, der immer dabei ist. Es ist ein gutes Gefühl, es macht einem auch stolz. Wir dürfen hier 40 Jahre beim zweitgrössten Lauf der Schweiz dabei sein, einer von denen sein. Und was mich auch noch ein bisschen stolz macht, dass es gibt Statistik über die Zeiten von denen allen und dass ich dort der schnellste bin. Das macht mich auch noch ein bisschen stolz, eigentlich der, der am fittesten ist, von denen, die alle GP gemacht haben. Und ich hoffe jetzt beim Kaffee, der eine, den ich gerne am Kaffee treffe, dass ich ihn auch dort wieder sehe nach x Jahren jetzt. Und das ist ja so, das gehört eigentlich bei mir auch dazu. Es ist fast wichtiger als das Resultat am Schluss. Nachher ist einfach 10 Minuten vor dem Start, da geht man dann langsam in den Start gelähmt und hofft, dass die Zeit möglichst schnell durchgeht, dass man nachher starten kann. Und nachher ist man irgendwie im Fokus drin. Und nachher sollte das gut kommen, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Emil!